Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge von Lumberjack Dynasty. Ja, mein Lieben, in der letzten Folge hatten wir ja hier die Bäume gefällt, haben die hier an Ort und Stelle verbracht, haben hier das Haus soweit fertig gemacht, machen nochmal Ingenieursansicht. Das ist soweit durch. Wir werden jetzt allerdings erst einmal, das wollen wir nicht, das nehmen wir weg, die Gerüste entfernen und dann, na, komm her. Wunderbar. Genau, und jetzt gehen wir erst einmal hin und fragen nochmal, ja, was In denn so. Ordnung, der Job ist erledigt. Hervorragend. Der Anhänger gehört jetzt dir, wie versprochen. Wunderbar. Isaac scheint dich sympathisch zu finden. Okay. Wir schauen mal. Hier haben wir den Anhänger. Neue Mission trifft Sascha, ist ein Dame am Tor und sagt Hallo. Okay, da müssen wir wohl durch hoch, oder was? Bam, 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 bam. Wie kommen wir denn da hin? Gute Frage, nächste Frage. Da werden wir erstmal schauen. Ja, gut, wir hängen jetzt erstmal unseren Anhänger an, dass wir den schon mal haben. Und so, können wir den hier nicht anhängen? Ah, doch, hier. Ah, wunderbar. Die anderen Holzstämme, die können wir doch sicherlich, denn ihr hattet ja auch in den Kommentaren geschrieben, dass man die Holzstämme mitnehmen kann, beziehungsweise dass man die nicht vergessen sollen. Fahren wir jetzt einfach mal hin und laden uns die auf, denn da haben wir die dann schon mal. Und dann werden wir einfach mal sehen, wie das Ganze. Na, bleibt doch mal stehen. Genau, und dann werden wir einfach mal sehen, was wir bei der netten Dame dort oben finden. So, halt, machen wir hier. So. Na, warum nimmt er den nicht? Können wir wohl gar nicht aufladen. Mensch, das ist ja nur. Also Himmel, Herrgott, nur eins. Na, okay. Dann machen wir das halt so. Da lassen wir die erstmal liegen, wenn wir die nicht mitnehmen können. Und fahren mal hier auf den Berggipfel. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, wie wir jetzt dort hochkommen sollen. Aber gut, sei es drum. Wir schauen einfach mal. Muss es doch bestimmt irgendwo einen Weg geben. So, wenn wir jetzt hier lang. Okay, fahren wir hier rüber. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wie kommen wir denn da am besten mal hoch? Ist das sowas wie eine Seilbahn? Ah, sieht so aus. Vielleicht können wir mit einer Seilbahn fahren. Wir schauen mal. Wir fahren einfach mal hin und schauen mal, was uns da erwartet. So. Wir werden dann auch demnächst damit anfangen, unser Sägewerk ein bisschen zu befüllen. Denn wir wollen ja auch dort langsam anfangen und Bretter produzieren. Denn wenn wir dann die Bretter haben, wir können dann logischerweise auch ein bisschen was verkaufen. So, okay, wunderbar. Schauen wir mal. Ja, wir können ja logischerweise auch ein bisschen was verkaufen. Und dann schauen wir einfach mal. Ja. Da, wie soll ich denn da hochkommen? Das ist doch. Müssen wir mal schauen. So, Traktor einsteigen. Wie zum Geier kommen wir da hoch. Müssen wir einfach mal schauen. Wir sind jetzt hier. Irgendwie müssen wir doch dort hochkommen. Wenn wir dahin laufen? Nee, das kann ich mir bald nicht vorstellen. Warte mal, hier fahren wir weg. Okay, wir wenden einfach mal. Es ist natürlich. Lala, da kommen ja Autofahrer. Klick ab, klick ab, klick ab.
So, unser kleiner grüner Traktor ist natürlich wieder nicht der schnellste, aber sei es drum, wir brauchen eben den Anhänger und deswegen fahren wir jetzt einfach mal hier hoch. Ah, warte mal, da ist doch so eine kleine Bude. Ich muss da nochmal hinschauen, das kann ja, also vielleicht ist es ja sogar so, dass wir hier irgendwo was bezahlen müssen, um damit fahren zu können. Nö. Nö. Okay. Dann ist es halt doch nicht so, dann müssen wir doch ein Stückchen fahren. Dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ah, es ist natürlich sehr suboptimal. Wie soll man denn da hochkommen? Das ist eine gute Frage. Wir werden jetzt hier hinten rumfahren. Schauen mal, ob wir da vielleicht hinkommen. Aber hier geht es ja wieder bergab. Oder müssen wir echt tatsächlich dort hochlaufen? Ja, wir müssen dort hochlaufen, oder? Nee, ach komm, wir fahren dort hoch. Hier gibt es Schafe. Bäh, 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 ihr Schafe. So. Ah, mein Lieben, wie war denn euer Tag so bis jetzt zum Dienstag? Stressig oder eher nicht so stressig oder ja, wie auch immer, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Unser Traktor schafft das nicht, Himmel, Arsch und Zwirn. Ja, okay. Wir werden es so machen, wir lassen ihn hier stehen. Na, nicht runterfallen, okay? Nicht runterfallen. Ja, wir laufen mal hier hoch. Ja, wir haben sowieso nicht hochgekommen, aber na, man kann es ja mal versuchen. So. Die hat bestimmt einen phänomenalen Ausblick von hier oben. Könnte ich mir vorstellen. Ah, Mann. Müssen wir tatsächlich hier den Berg hochkraxeln. Glaubst du nicht, ne? So. Aber mal schauen, wie das so von hier oben so aussieht. Ja. So, wie komme ich da jetzt hoch? Verdammte Axt. Hier hochkraxeln, oder? Okay, hier kommen wir schon mal hoch. So, und nu? Wir versuchen hier hochzukommen. Ja. Und? Aber Leute, ist es nicht schön, wenn man hier so ein bisschen nach unten schaut. Ist schön ein toller Ausblick, ne? Kann man nicht anders sagen. So, wollen wir mal schauen. Da ist jemand. Hallo. Kann ich dir etwas anbieten? Na, eigentlich. Warte mal, hab ich mich jetzt hier total verbaselt? Oh, ich glaub's nicht. Möchtest du handeln? Was kriegt man bei dem? Eine Drohne. Kriegt man hier auch Essen? Ja, Essen gibt es auch. Wie viel haben wir denn? 11? Da, achso, rund 1250. Oh. Wir können uns ja mal eine Motor senden. Sie wird verwendet. Krass, man. Komm, die kaufen wir uns mal. Vielleicht können wir sie ja irgendwo verwenden. So. Mission abgeschlossen. Gipfel des Berges. 250 Sozialpunkte. Ja, alles klar. So, wo müssen wir nur hin? Wieder da runter. Ist nicht so wahr. Ist doch nicht wahr. Aber okay, wir kennen ja nur den Weg. Tolle Wurst. Ach komm. Das schöne Bild. Ah, toll. Das haben wir ja jetzt. Alter. So, los jetzt. Springen wir halt hier runter wie ein Flummi. Sorry Leute, aber ich finde ja gerade echt keinen anderen Weg. Also hier, na gut, hier springe ich jetzt nicht runter. Bam, 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 mach mal hier runter. Wir sind natürlich auch gerade helle wie so ein Sackruß, ne? Fällt mir gerade auf. Wir haben unseren Traktor ja auf der anderen Seite stehen. Och Mensch, das ist halt ja. Ach Leute, es tut mir leid, das ist gerade ihr Fail des Jahres. Aber okay, wir sehen, auch hier gibt es leider Gottes, ja, wie soll man sagen?
ein paar kleine Fehler. Ich hoffe, das wird noch verbessert. Und ja, gut, der Storch hat ja auch seinen Spaß. Wie gesagt, sorry dafür, aber ich wusste jetzt nicht anders, wie man dort hochkommt. Deswegen, ja, habe ich schon mal gedacht, nehmen wir einfach mal den kürzesten Weg und gehen dort mal nach oben. So. Machen wir hier auf. Holen unseren kleinen grünen Traktor, der dort ganz dort oben steht. Ach, das ist jetzt wieder echt zu. Na, kann jetzt wahr sein. Aber gut, nebenbei können wir auch mal zu den Kommentaren kommen, denn ihr habt ja auch wieder fleißig in die Kommentare geschrieben. Und vielen, vielen Dank dafür. Finde ich immer sehr, sehr nice. Und in den Kommentaren stand geschrieben, beim letzten Mal war es ja so, mit dem Baumstämmen, dass ich die aufheben konnte. Und das seid ihr ja, wie gesagt, bei dem Spiel, wenn ihr da mehr wisst, wie ich logischerweise, Tipps und Tricks habt, dann schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare. Bin ich euch sehr dankbar dafür. Und da habt ihr ja geschrieben, dass ich, also dass der Char quasi die Fähigkeit erlernt hat, die Baumstämme zu tragen. Ja, wusste ich nicht, ist allerdings sehr, sehr cool, dass das so ist. Der hält dort an, okay. Das ist natürlich sehr vom Vorteil. So, wir werden jetzt mal schauen. Wo müssen wir denn jetzt mal hin? Wir müssen hier runter. Warte mal. Pam, 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 pam. Wir müssen hier hin. Belohnungsmission wird jetzt eine Bleibe. Repariere alle Hofgebäude. Das können wir machen. Das können wir definitiv machen. Oder gibt es ja auch irgendwo. Wo sind wir denn gerade? Wir sind hier. Hier ist die Botanikerin. Wisst ihr was? Wir fahren heute mal zur Botanikerin. So, da fahren wir nämlich hier lang. Denn da wollten wir ja sowieso mal hin. Und ja, da schauen wir einfach mal. Bitte was? Da schauen wir einfach mal, was die gute Dame hat. Beziehungsweise wie wir der vielleicht helfen können. Und ja, wenn wir damit fertig sind, dann geht es logischerweise an den Hof. Wir werden ein paar Bäume fällen, werden das Sägewerk in Betrieb nehmen, um da ja langsam mal anzufangen. Denn ich finde, das ist die beste Art, beziehungsweise glaube ich sogar, es ist die einzige Art, um hier irgendwie Geld zu machen. Und wir brauchen ja Geld, denn ja, Ewigkeiten wollen wir mit dem Traktor nicht rumfahren. Gut, ein oder andere sagt jetzt vielleicht auch, dass mit der Motorsense hätte man sich sparen können. Aber wer weiß denn, vielleicht gibt es ja irgendwie einen Auftrag, eine Mission oder so, wo man dann schon die Motorsense braucht. Und ja, dann eiert man da wieder rum. Und so haben wir sie jetzt schon und brauchen dann nicht nochmal irgendwie woanders drum zu immeln. Denke ich, haben wir schon in dem Sinne richtig gemacht. Ne? Man muss ja auch sagen, jeder macht es auch anders. Ne? So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier klein lang fahren können. Ein bisschen abkürzen. Übersteigen, das ist ziemlich weit. So, ja. Hat es gerade mal wieder ein bisschen durchgehauen. Die Stimme, sorry. Die Stimme ist halt mal wieder ein bisschen suboptimal. Aber das macht ja nichts. So, können wir denn hier runter oder haben wir uns jetzt wieder verfranzt? Nee, eigentlich nicht. Naja, das ist gut. Hier sind auch wieder Schafe. Mäh, ihr Schafe. Mäh, ihr Schafe. Na, wer kennt's, ne? Wer kennt's? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wer weiß, was ich damit meine. Bin mal gespannt. Wer jetzt zugehört hat und wer weiß, was ich damit meine. So, hier unten ist er. Sind wir natürlich auch schon. Aber es ging ja relativ zügig. Schneller wie gedacht. Ist natürlich auch sehr, sehr gut. So, schauen wir mal, was die gute Dame unten hat. Hier kriegen wir bestimmt auch unsere Pflanzen her. Vielleicht muss man hier sogar ein bisschen Gras mähen. Nur mal gucken. So, fahren wir hier rein. So, Güten. Was machen denn die? Was machen denn die? Ja, schauen mal. Hallo, kann ich dir helfen? Nun ja, ich suche Lilly. Anscheinend ist sie eine Botanikerin, die hier wohnen soll. Hast du eine Ahnung, wo sie sein könnte? Tatsächlich bin ich Lilly.
Und ich bin in der Tat Botanikerin. Und wer bist du? Du bist Lilly? Ich muss zugeben, als Tante Grace mich zu einer Kräuterkennerin schickte, erwartete ich jemand anderen. Lass mich raten. Eine alte Hexe mit einer schwarzen Katze und einer alten Ziege? Ja. Tut mir leid, dich zu enttäuschen. Überhaupt nicht. Wenn überhaupt, sollte es mir leid tun. Schön, dich kennenzulernen, Lilly. Wie geht's dir? Lebst du hier ganz allein? Meine Tante Grace war etwas besorgt. Ja, das tue ich. Ich habe letztes Jahr meinen Abschluss in Botanik und Naturmedizin gemacht und bin wieder hierher gezogen, um bei meinem Vater zu leben. Leider ist er kurz darauf verstorben. Das tut mir sehr leid. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Das ist so lieb von dir. Ich bin eigentlich ziemlich beschäftigt. Ich mache Tränke, Kräuterelixiere, Naturkosmetik. Ich kann immer etwas Hilfe gebrauchen. Das ist doch schön. Aber ich habe gerade erst mit dem Onlinehandel angefangen, daher blüht das Geschäft noch nicht gerade. Ich würde trotzdem gerne helfen, wo es geht. Ich erwarte nicht viel als Gegenleistung. Wenn es etwas gibt, bei dem ich dir helfen kann, frag einfach. Gut, okay. Für den Anfang brauche ich ein paar Pilze. Ich habe eine große Bestellung von einem nahegelegenen Hotel erhalten. Ich hatte aber noch keine Zeit, sie zu sammeln. Würdest du das bitte für mich tun? Das würde ich, aber ich weiß nichts über Pilze. Keine Sorge, ich kann dir beibringen, wie man Pilze sucht. Ah, ja. Waldpilze sind die besten. Man muss nur die richtigen sammeln. Also, wirst du mir helfen? Ja, können wir ja mal machen. Mit Vergnügen. Können wir ja mal machen. Wir schauen einfach mal. So. Aber die Frage ist, Fähigkeiten erlernen. Eins mit der Natur, sammeln von Pilzen und Bären. Ja, wo soll ich die Dinger nur finden? Das hat sie nicht gesagt. Ah, warte mal, da hinten. Hier ist doch ein Pilz. Hier sind Pilze. Ah. Oh, geil. 50 solche Dinger. Na, komm. Nun nimm ihn doch. So, wo sind denn noch welche? Okay, hier sind 3, ja. Und hier sind 2, ja. Jetzt müssen wir Pilze suchen. Ich werd verrückt. Das glaubst du doch nicht. Na, nun nimm ne doch mal, Himmel, oh Gott. Hallo. Juhu, jetzt. Sag mal. So. Ah, sorry Leute, aber da müssen wir... Ja gut, wir können ja nebenbei ein bisschen schwatzen, während ich hier versuche, die Pilze zu sammeln. Das ist natürlich... Ah, 45, Herrgott, nein. Natürlich auch wieder genau auf den Punkt getroffen hier. Warum habe ich eigentlich ja gesagt? Warum? Ja, ich nicht immer nee sagen. Ja, es ist so eine dumme Angewohnheit von mir. Auch in Real Life muss ich ganz ehrlich sagen. Gut. Was heißt dumme Angewohnheit? Im Real Life ist es halt so, kann halt auch schlecht Nein sagen, wenn jemand Hilfe braucht. Und helfe halt immer gern, weil ich denke mir ganz einfach, der da Hilfe braucht, ist einfach auch froh, Hilfe zu bekommen. Und deswegen ist das halt so, wie es ist. Und deswegen, ja, helfe ich sehr gern. Könnt ihr mir natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so handhabt. Ob ihr da derselben Meinung seid. Oder, schreibt es einfach gerne mal in die Kommentare. Aber meine Lieben, wir sind natürlich auch schon wieder am Ende angelangt. Ich werde jetzt hier erstmal noch ein paar Pilze sammeln, um das Ganze fertig zu bekommen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne das Däumchen da. Ich sage erstmal ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.